Das Video heute soll von Engeln handeln, den sieben Gemeindeengeln in Apokalypse 1 bis 3. Jesus erscheint im ersten Kapitel der Apokalypse dem Johannes und hat sieben Sterne in seiner Hand. Und im letzten Vers des ersten Kapitels schlüsselt er dieses Zeichen auf. Er erklärt dem Johannes, diese sieben Sterne, das sind die sieben Engel der sieben Gemeinden. Und an diese sieben Engel ergeht in den nächsten beiden Kapiteln der Apokalypse jeweils eine Botschaft. Sieben Botschaften also an sieben Engel. Und nur eine dieser sieben Botschaften ist vollumfänglich gut. Die anderen sechs sind ermahnend, teilweise auch zeigen sie sehr schwere Verfehlungen der Gemeinden auf. Und am Anfang jeder Botschaft heißt es, dem Engel der Gemeinde in und so weiter schreibe. Diese Kapitel sind vielen Christen, vor allem auch Gemeindeleitern, unangenehm. Denn es stellt sich die Frage, hat jede Gemeinde einen Engel? Und da gibt es nun die Auffassung, dass die Engel einfache Boten seien, keine Geistwesen, sondern menschliche Boten, die einfach nur die Botschaft zu überbringen hätten an die Gemeinden. Denn das Wort, das in dem alten Text steht, Angelos, das lässt sich nicht nur regelmäßig mit Engel übersetzen, sondern auch einfach mit Bote allgemein. So ist das auch schon im Alten Testament, der Begriff dort ist Maleach, und ebenso lässt dort der Begriff Engel und Bote sich parallel übersetzen. Was ist nun hier der Fall? Sind das einfache Boten oder weisen die sieben Sterne auf sieben Geistwesen, Engel der Gemeinden hin? Sind es Boten der Gemeinden oder Engel der Gemeinden? Und da scheint eigentlich klar zu sein, dass wenn Jesus so ein bedeutendes Zeichen in seiner Hand hält, im letzten Buch der Bibel, gleich im einleitenden Kapitel, in der Eröffnungsvision, dass es sich dann kaum um einfache menschliche Boten handeln wird. Hinzu kommt, in Kapitel 1 ergeht die Weisung an Johannes, schreibe die Apokalypse, alles was du siehst und hörst, in ein Buch. Die Weisung lautet nicht, schreibe es in sieben Bücher und sieben Boten sollen dann dieses Buch an die Gemeinden überliefern, sondern ein Buch wird hier verfasst, eine Buchrolle wird aufgeschrieben und die geht dann an die sieben Gemeinden. Alle sieben Gemeinden erhalten diese Buchrolle, die Urapokalypse. Dafür gibt es noch ein weiteres Argument. Schaut euch mal die Reihenfolge der sieben Gemeinden an. Beginnend mit Ephesus, endend mit Laodicea. Und wenn ihr euch eine Karte vornehmt, dann werdet ihr sehen, dass dort der kürzeste Weg beschrieben ist. Das heißt, hier ist eine Route. Diese Route hat die Buchrolle genommen. Die wurde nach Ephesus gebracht und von dort weiter nach Smyrna und so weiter bis zur letzten Gemeinde in Laodicea, die als letzte dann die Buchrolle abgeschrieben hat. Sieben Botschaften an sieben Engeln stehen in der einen Buchrolle, die an die sieben Gemeinden gesandt wurde. Jede Gemeinde hat eine Abschrift dieser Buchrolle angefertigt. Und auf uns heute ist eine Überlieferung von dort her gekommen, die wir heute noch nachlesen können. Dank sei dem Herrn für sein Wort. Jetzt noch ein letzter Hinweis, warum so vielen speziell Gemeindeleitern die Vorstellung, dass ihre Gemeinde einen Engel hat, unangenehm ist. Es sind ja nicht nur diese mahnenden Worte, diese teilweise schweren Verfehlungen, Götzendienst, Unzucht, die den Engeln da vorgeworfen werden und wo sie ermahnt werden, wenn du nicht umkehrst, dann drohen dir schlimme Folgen. Sondern die Vorstellung befremdet. Jeder Christ hat den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes hat Jesus in die Gemeinden gegeben. Wozu da noch Engel? Aber so ist das nun mal. Die Gemeinden haben Engel, wir sollen das zur Kenntnis nehmen.
Und jetzt kommt's, diese Engel verfehlen sich. Das sind keine Engel Satans, das sind Engel der Gemeinden. Das sind Engel, die sich in ihrer freien Willensentscheidung verfehlt haben, teilweise schwerwiegend. Daraus sind Schlüsse zu ziehen. Und zwar konkret, wenn Gemeinden Mängel aufweisen, dann muss das nicht daran liegen, dass sich die Geschwister in den Gemeinden, die Glaubensgeschwister, die Brüder und Schwestern verfehlt haben, dass da einfach nur falsche Entscheidungen getroffen wurden, weil die Bibel vielleicht nicht hinreichend überprüft wurde, sondern es kann sein, dass da ein Engel im Hintergrund ist, der ein Wirken entfaltet hat in die falsche Richtung. Gut, das war jetzt ein Hubschrauber am Himmel, der den Ton vielleicht etwas gestört hat. Und so gibt es eben auch Engel, die das Wirken des Heiligen Geistes in christlichen Gemeinden beeinträchtigen können, schwer beeinträchtigen können, so dass der Herr zum Beispiel der ersten Gemeinde in Ephesus droht, wenn du nicht umkehrst, dann werde ich deinen Leuchter verschieben. Das ist eine sehr schwere Drohung. Lasst uns einander überprüfen mit der Bibel, ob wir dem Wort Gottes treu sind, denn wenn wir dem Wort Gottes treu sind, dann sind wir in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Dank sei dem Herrn für sein Wort, für seine Lehre. Danke, Herr, für dich. Amen.